November. Hier ein wieder mal schönes Abendvideo. Und was haben wir hier stehen? Einen wunderschönen schwarzen Tonneau. Den haben wir jetzt fertig gemacht. Der wird morgen übergeben, ein Neufahrzeug, nachdem wir ein bisschen umgebaut haben. Was haben wir denn an dem Auto eigentlich verändert, beziehungsweise was haben wir denn umgebaut? Ich muss hierzu nicht viel sagen. Schaut euch diese Reifen an. Also ich finde die ja mega geil. Ich weiß gar nicht, ob ihr die richtig seht. Die schauen richtig klasse aus. AT-Reifen. Die kommen richtig gut rüber. Wenn wir auch mal hintergucken. Also richtig klasse. Wir haben natürlich auch ein Luftfahrwerk, was hier verbaut wurde. Dann haben wir vorne noch verstärkte Federn, damit er ein bisschen höher kommt. Also er schaut echt giftig aus. Also mir gefällt es richtig gut. Aber die Farbe schwarz finde ich ja sowieso sehr geil. Sicherlich muss man es leiden mögen, aber so im Ganzen, im Gesamteindruck, also echt ganz schick. Das Fahrzeug hat hier einen Gepäckträger, ist ein 6 Meter Tonneau. Was haben wir hier noch alles drin? Wir haben nachträglich noch verbaut einen Wechselrichter mit 1500 Watt. Wir haben nachträglich verbaut eine Titronic Alarmanlage. Auch die ist verbaut worden. Schauen wir mal kurz rein. Dann zeige ich euch, wo wir das Ganze auch verbaut haben. Jetzt ziehen wir schnell die Schuhe aus, weil das haben wir schon alles sauber gemacht. Weil das Fahrzeug wird natürlich morgen übergeben. Jetzt machen wir mal Licht in der guten Stube. Hau rucks. So. So schaut das Ganze bei Licht aus. Richtig schick. Sehr schön. Also, wir haben einen 1500er Wechselrichter verbaut von der Firma Büttner. Da haben wir gleich hier oben das Bedienteil reingemacht, wo auch normalerweise das Bedienteil sitzt vom Wechselrichter. Hier haben wir natürlich die Fußbodenheizung, die wir auch entsprechend umgeklemmt haben. Also das heißt, wenn wir jetzt den Wechselrichter anmachen, machen wir kurz Piep, bis das rote Licht weg ist. Und jetzt kann man auch die Fußbodenheizung nutzen. Auch das haben wir so geklemmt, damit man autark besser stehen kann, weil wir haben hier auch noch zweimal 100 Amperestunden Lithium verbaut und Solaranlage vom Werk aus mit drauf, Flexi-Modul, und da kann der Kunde dann auch die Solaranlage dementsprechend nutzen. Dann haben wir eine Titronic Alarmanlage verbaut mit Vernetzungsmodul und Profinder und den ganzen Zeug, was so dazu gehört, also auch ganz toll. Da bin ich sehr begeistert von der Alarmanlage. Ich habe die auch schon oft verbaut. Funktionieren tadellos. Wir sehen hier schon, hier haben wir die ganzen Magnetkontakte an den Türen dementsprechend, an den Fenstern. Dann haben wir natürlich auch noch diese Brickstop Einbruchsdiebstahlsicherung hier für die Hecktüre verbaut. Dann haben wir das gleiche auch nochmal hier, voilà, mit dem mit der Kette für einmal Schiebetüre und einmal Beifahrertüre sowie auch Fahrertüre. Dann haben wir natürlich auch noch das Blech hier montiert, damit man dementsprechend das Schloss nicht aufhebeln kann. Also das Fahrzeug ist richtig sicher. Da passiert schon mal gar nichts. Also ihr seht, alles sauber geputzt, gebienert, geprüft. Das ist uns immer ganz wichtig, dass wir vor der Übergabe des Fahrzeuges wirklich alles prüfen. Also bei uns wird die gesamte sämtliche elektrische Anlage geprüft, wird die Dieselheizung geprüft, es wird der Gasboiler geprüft, es wird jede Birne nachgeschaut, es wird Motorenöl gecheckt und, damit, wenn das Fahrzeug dann rausgeht, definitiv hier alles funktioniert, weil das schlimmste Worst Case ist, der Kunde kommt, will das Fahrzeug abholen und dann ist irgendein Versagen da, das geht nicht. Und das ist genau der Grund, warum wir das alles schon im Vorfeld machen.
machen wir wieder alles aus, zack, und eben im Vorfeld alles checken und prüfen. Ist uns ganz wichtig, und dann wird auch nochmal bei der Gelegenheit alles geputzt und alles gecheckt, damit auch wirklich alles hundertprozentig passt. Hoppla, jetzt ist die Tür nicht gescheit zu. Und Markise wird geprüft, ja, halt einfach alles. Dann haben wir hier den Fahrradträger entsprechend. Auch der wird gecheckt, richtig aufgebaut. Die Hängerkupplung wird montiert, die da serienmäßig verbaut ist. Die Ablassventile und. Alles geprüft und gecheckt, damit, wenn das Fahrzeug dann abgeholt wird, also wirklich alles rundum passend ist. Jo, hier sehen wir die Felge nochmal besser, nochmal Nahaufnahme. Also ich finde die richtig geil. Also schaut richtig klasse aus. Er kommt auch dadurch etwas höher, das macht richtig Laune. So, jetzt fährt ein Traktor vorbei. Schaut ein bisschen aus wie so ein kleiner Offroader. Also Tonet ist schon wirklich eine tolle Marke, machen super schöne Autos, muss man ganz klar sagen. Qualitativ sehr, sehr hochwertig, macht richtig Laune, macht richtig Spaß, und da freue ich mich jetzt auch schon, wenn morgen der Kunde kommt und das Fahrzeug entgegennimmt, und ich glaube auch, dass er sich darauf freuen wird. Er wird eine große Reise mit dem Fahrzeug machen, da sind wir auch schon gespannt. Vielleicht hören wir ja mal ab und zu was, wie es ihm geht mit dem Auto. Und ja, schaut einfach klasse aus, gell? Allein schon das hier. Also, ist schon mega. Ja, super. Dann schauen wir mal wieder rein. Weil da möchte ich auch noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Halt, nur schnell abschließen. Jawohl. Piep, die Alarmanlage ist scharf. Jawohl. So, dann gucken wir mal wieder rein in die gute Stube. Bei der Gelegenheit möchte ich noch zwei Dinge erwähnen. Und zwar habe ich ja kürzlich erwähnt, hier haben wir unsere Spendenbox. Wenn Kunden da sind von unserem Event und so weiter, wie ich ja schon erwähnt habe, was 1:1 zu Hilfe der Flutopfer geht. Wir haben jetzt auch aktuell ein Spendenkonto eröffnet, was ihr auch schon eingeblendet seht während des Videos, wo ihr auch gerne Spenden tätigen könnt. Wir werden dieses alles geballt nach Düsseldorf mit Camper Tobi, den Erlös auch von Düsseldorf, auch den Erlös von unserem Kühlschrank, von unserem österreichischen Kunden, und dessen Kassettentoilette, wie auch von Putzfuchs Dinge da waren, wo wir versteigern sollen, wie auch Solbio, wo wir versteigern dürfen, die da alle sich beteiligt haben zum guten Zweck. Und dieses Geld wird alles inklusiv mit dem, was auf unserem Konto eingeht, dann geballt mit Camper Tobi persönlich übergeben nach dem Caravan-Salon, weil den werden wir auch noch als Spendenaktion mitnehmen und werden das dann in einer Tour persönlich übergeben an Hilfsbedürftige in den Gegenden, wo die Flut dementsprechend zugeschlagen hat. Da sind ja etliche Campingplätze auch restlos ausgerottet worden und. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, und wir werden das auch ganz persönlich dort abgeben. Das ist uns wirklich ein Anliegen, weil, wie hat Götz schon mal groß gesagt oder gut gesagt, wir machen uns Gedanken, machen wir eine oder zwei Solarplatten aufs Dach, und die haben nicht mal mehr was im Kühlschrank. Also da sind wir auch ganz groß dabei, dass wir da unbedingt helfen, weil da müssen wir ein bisschen zusammenrutschen und müssen da auch ein bisschen was tun. Und dementsprechend jeder in seinen Möglichkeiten, und wenn es auch nur das Weitersagen ist, ist auch schon eine Hilfe. Da bedanken wir uns schon mal im Vorfeld im Namen der ganzen Opfer. Und da sind wir fleißig am Ackern, damit wir da ein bisschen was zusammenkriegen, damit wir auch denen da unten gut helfen können. Jo, und dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei euch, bei allen YouTubern, also bei allen
Usern und gucken und Abonnenten, weil wir haben die 4000 erreicht und wir haben jetzt über 4000 Abonnenten und dafür ganz, ganz, ganz lieben Dank für das Gucken unseres Kanals, für auch die konstruktiven Kritiken, finde ich sehr positiv. Da kann auch ich oder wir uns immer was draus ziehen, sowie aber auch den ganzen netten Menschen, die man dadurch kennenlernt. Ganz lieben Dank für die Likes, für das Abonnieren unseres Kanals, fürs Zuhören, fürs Interesse, wo ihr dadurch zeigt. Zeigt mir auch, dass es nicht ganz falsch ist, was wir hier tun, um euch weiterhin Content und Material zu bieten. Ruhig auch gern Wunschthemen in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns drauf, auch Dinge extra zu zeigen. Das nächste, was ich tun werde, der steht hier noch in Arbeit. Das ist das Fahrzeug aus Österreich mit der Cinderella und so weiter. Wenn das alles umgebaut ist, dann machen wir eine intensive Roomtour mit Vorstellung der einzelnen Komponenten, wo wir hier verbaut haben, um auch wirklich euch mitzunehmen, was auch Verbrennungstoilette bedeutet, wie die Funktion ist, wie die Geräuschkulisse ist und so weiter und so fort. Da wird es ein richtig spektakuläres, tolles Video drüber geben. Jo, in dem Sinn halten wir das Ganze heute ein bisschen kurz. Wie gesagt, ich möchte mich einfach nochmal bedanken bei euch, damit ihr für das Folgen unseres Kanales, für das Abonnieren unseres Kanales. Und ja, in dem Sinn, bleibt gesund und wir freuen uns auf euch. Ganz liebe Grüße aus dem schönen Dinkelsbühl, schönste Altstadt Deutschlands laut Focus. Einige von euch haben es ja schon mal in live gesehen. Also ich glaube, so richtig nicht schön fand es eigentlich noch niemand. Also die Stadt Dinkelsbühl ist wirklich schön und immer eine Reise wert. Also, macht es gut, bis bald und wir hören uns. Ciao, ciao.